Jo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin wieder richtig gut gelaunt und heute geht's weiter mit Teil 2 von Rick seinem Livestream. Falls ihr den gestrigen Teil nicht gesehen habt, schaut unbedingt zuerst das Video von gestern an. Da geht's los, dann versteht ihr die Zusammenhänge und jetzt geht's nämlich weiter mit den Highlights von dem Livestream, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, stoppt ruhig gerne das Video. Könnt ihr gerne ruhig machen, ne? Auf Instagram gehen. Name eintippen, ne? Abonnieren und, liebe Freunde, jeden Tag schreibe ich jetzt Minimum 10 Leuten in den DMs zurück. Also schickt mir gerne eine DM, wenn ihr Bock habt auf mit mir schreiben, denn ich bin da jetzt viel aktiver in den DMs. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Natürlich, wenn wir dann schlafen gehen, schlafe ich neben meinem Freund und nicht neben meiner besten Freundin, ist klar. Hä? Also ganz ehrlich, bei mir, ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir klar wäre, wo du abends schläfst. Ob wenn du einen Freund und 7 beste Freundinnen hast, dann ist das so ein Lotto-Ding. Also das könnte so, da könnte man drum würfeln, so wo man schläft. Also wo du, also ich, nee. War sie halt in Texas und so, dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas ist, du. Ey, du hast doch bestimmt auch die Glocke bei mir aktiviert, wenn so oft dies, das, Ananas in deinem Wortschatz vorkommt. Ey, buh. Das ist sick. So, nach Texas haben wir uns echt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und ich bin auch ehrlich, wir hatten auch dann noch kaum noch Kontakt, aber sorry, warum soll ich mich die ganze Zeit auch melden? Ich habe mich wirklich sehr oft gemeldet, sie sich auch. Ihr merkt langsam, wir gehen in eine Richtung, die wirklich sehr uninteressant ist, ja? Jetzt müssen wir eigentlich darauf hoffen, dass wieder die Post abgeht. Auf jeden Fall dann auf der U Berlin. Auf der U Berlin. War das dann auch so, dass ich sehr oft zu Schildi gegangen bin und auch mit ihr geredet habe und sie sich einfach mitten, wo ich mit ihr geredet habe, einfach umgedreht hat und mit Jana geredet hat. Nein. Nein. Sag Walla. Sag Walla bitte. Na klar. Und das war sehr oft so. Nein. Und das habe ich ihr auch alles geschrieben, gesagt. Und sie meinte, sie hat es nicht so wahrgenommen. Sie meinte, dass es nicht so in ihren Augen war. So, wir haben hier die Angeklagte Lara Schildissel. War es in ihren Augen so? Nee! Alles klar, wen haben wir im Zeugenstand? Bitte hervorrufen. Aber es war in meinen Augen so und das meinten auch Sofian, Sammy und Voide so. Sofian, Rote Zora und Wodka oder wie auch immer. Warum war das so? Bruder muss los. Dann hätten wir das Ganze auch geklärt, das Urteil ist gefällt. Alle sind schuldig. Und jetzt geht's noch wirklich um ein ernstes Thema. Eine Schlägerei, Leute. Und ich, das ist nicht witzig oder irgendwie lustig oder so. Aber ich glaube, da wollte jemanden schlagen. Super. Jedes Mal mischt Hamudi sich ins Angelegenheiten ein, wo er gar nichts mit zu tun hat und versucht, der schlau zu sein. Alter, wie oft wolltest du ihn denn angeblich schlagen? Also so oft? Da musst du ja schon zusammengeschlagen. Ich wollte nur einmal habe ich gesagt, ich schlag dich. Nur einmal. Nein, Leute. Nicht lachen. Ja, nee, Rikfu hat Hamudi anscheinend bedroht, wer auch immer das ist. Rikfu hat Hamudi bedroht, ihn zu schlagen. Hamudi, als ob Hamudi nicht straight aus einer Shisha-Bar kommt. Wie soll Rikfu jemanden, wie? Warum sagst du einmal, dass du jemanden schlägst? Du würdest niemals einer Fliege was zu Leide tun, Bruder. Sorry, es tut mir leid, aber es ist so. Vor allem... Sorry, Leute. So, Leute, weil ihr unbedingt den Stream-Highlight wollt, seht ihr jetzt, wie die Rote Zora einmal ihren Pfeil und Bogen spannt und ordentlich ausrastet. Ihr seid solche Opfer, und wenn wir so eine Opfer sind, dann gönnen dir doch nicht diesen Leisten, sondern geh doch einfach runter. Wie kommst du auf dieses Profil? Wenn ich jemanden sehe auf Insta, der mir unsympathisch rüberkommt, dann vor beschäftige allem, ich mich nicht mit der Person. Vor allem stellt euch mal mich vor, dass ich und jemanden schlage, Alter. Ich trau mich sowas nicht mal. Ja, liebe Freunde, vor einer Minute nicht mal habe ich es gesagt und Rick hat das zum Glück selber zugegeben. Und die Rote Zora. Von Anfang an habe ich es euch gesagt, die Rote Zora ist mir einfach furchtbar sympathisch. Mit der würde ich auch super gern mal ein Käffchen oder ein Kakao oder was auch immer man trinken darf in dem Alter. Würde ich gern mal ein Schlückle teilen. Wie lächerlich seid ihr, wieso zieht man alles krass in die Öffentlichkeit? Ich wette, ein Zehner, sie rastet jetzt wieder aus. Wer ist doch jetzt nochmal zum Mitschreiben? Jetzt watsch mal kurz. Halt, stopp! Ich brauche was zum Mitschreiben.
Nicht, dass ich was verpasse. Es gibt die Schüler, die einfach im Unterricht sitzen und Scheiße bauen, und es gibt die, die mitschreiben. Und wenn mein Lehrer gesagt hat, jetzt bitte mitschreiben, habe ich mitgeschrieben. Und wenn die rote Zora mir sagt, jetzt nochmal zum Mitschreiben, dann schreibe ich mit. Es ist doch klar, wenn... Also wenn jetzt über jemanden Scheiße verbreitet wird, dass man sich dafür rechtfertigen will, wenn über einen Scheiße verbreitet wird, ist doch klar. Wenn ich den Zettel sehe, for real so, ist mir einiges klar geworden. Und zwar, dass man so Schreibwarenpapier bestimmt auch als Klopapier benutzen kann. Nein, doch. Was? Vor allem Sedo, Alter, so... Auch nochmal drauf rumhacken. Ich... Ey, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Leute, der Sedo, der muss natürlich auch nochmal ordentlich drauf rumhacken. Wo ist mein Holzfällerhemd, ihr kleinen Pässer? Gebt mir mein Holzfällerhemd. Wo ist es? Ich hack jetzt mal ordentlich drauf rum. Am Nahrung. So, ich hab jetzt keine Hacke, Alter. Wo krieg ich eine Hacke her? Der Sedo muss halt auch immer drauf rumhacken. Da unten ist Rikfu, Rot, Zora und Schildessel. Ich hacke wenig drauf rum. Weil, man, das macht mir Spaß. Leute, jetzt habe ich ein bisschen drauf rumgehackt. Und jetzt, um kurz, ehrlich mal kurz anzusprechen. For real, ich hacke drauf rum. Bin ich auch ganz ehrlich. Mache ich. Aber wirklich nur bei den Sachen, wo man sich halt einfach nur denkt, ey, yo, 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 bitte, ihr habt ein Handy, ne? Ruft doch einfach eure Freundin an, macht es so. Oder, yo, hört doch einfach auf, so eine Scheiße zu posten. Bei solchen Sachen hacke ich gerne drauf rum. Ja. Wenn ihr eure Sachen ganz normal führt und es nichts darüber zu lachen gibt, dann mache ich auch keine Insta-News drüber, weil mit den Insta-News und mit diesen Formaten, die ich hier mache, will ich nur unterhalten. So, macht nicht solche Livestreams, dann kommt auch kein Video. Oh mein Gott, das ist so kindergartenlächerlich. Rick ist kacke. Jetzt erklär mal bitte, wieso das für dich Kindergarten... Jetzt erklär mal bitte, wieso das für dich Kindergartenkacke ist. Aber weißt du was, Rote Zora? Erklär's doch einfach selber noch im gleichen Satz. Wie wär's damit? Das ist, heißt, es ist schon so... Bisschen Kindergarten, ja, dass es jetzt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber jetzt können wir auch nichts mehr daran ändern. Jetzt ist es so gekommen und jetzt... Sie hat es zugegeben. Sie hat es im gleichen Satz noch zugegeben. Sie hat gesagt, erklär doch, warum es Kinderkacke ist, und sagt einen Satz später, ja stimmt, es ist Kinderkacke. Moin. Kann es sein, dass du dumm bist? Bitte setzt euch alle hin und klärt das. Shady will doch gar nichts klären. Wie? Sie hat doch gesagt, sie hat mit Rick abgeschlossen. Vor allem, ich und ist nicht mal zu ihm gesagt. Und jetzt, Rick, hätte es doch klären gewollt. Die rote Zora ist jetzt einfach die neue Schildske. Sorry. Aber ich feiere es, dass in dem Livestream Leute schreiben, die rote Zora. Ach Mensch, ihr seid so aktive Supporter. Ich hab euch echt gern. Alter, sie ist schon immer da. Sie ist seit Anfang an da. Alter, sie ist schon immer da. Und um das ganze Video jetzt noch schön abzurunden, hören wir uns jetzt noch an, seit wann sie wirklich da ist. Ich bin da. Alter, da war es nicht mal was Social Media. Ich bin von Anfang bis Ende bei allem, was Rick erlebt. Und Rick ist bei allem, was ich erlebt. Aber wir sind immer. Hä? Ich bin nicht die neue Schildske. Ey, da wusste Rick nicht mal, was Social Media ist. Also, da gab's auch nicht mal Instas. So lange ist die Rose Zora schon auf dieser Welt und hat sich um Rick gekümmert, wie eine kleine Schwester um ihren großen kleinen Bruder oder was auch immer, ey. Leute, das waren die Stream-Highlights. Man kann es wirklich so sagen. Das waren die Highlights von diesem Stream. Bevor ihr jetzt abschaltet, Leute, folgt mir noch schnell auf Instagram, denn 10 Leuten schreibe ich ab jetzt jeden Tag 10 Leuten, ja. Und ich freue mich echt, wenn ihr mir auf Instagram folgt und mich supportet. Und ich möchte nochmal kurz meinen Senf zu der ganzen Sache abgeben, der gar kein großer Senf ist, denn ich halte mich bei der ganzen Sache raus. Wirklich, ich finde das Ganze meistens sowieso komplett wirklich zum Schmunzeln. Kann man so sagen, zum Schmunzeln. Und daraus mache ich meine Unterhaltungsvideos, ja. Ich will damit nicht, dass ihr jetzt irgendwie Rick oder der roten Zora gegenüber schlecht kommt oder so. Genau im Gegenteil, Leute. Supportet die ruhig gerne, wenn ihr sie cool findet und das feiert, was sie machen. Andererseits bin ich einfach nur hier, um euch lustige Unterhaltungsvideos zu bringen. Und ich hoffe so sehr, dass es für euch ein lustiges Unterhaltungsvideo war. Und ich freue mich, dass morgen ein neues kommt, denn hier kommt jeden Tag ein neues Video. Also abonniert unbedingt den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf meinem Instagram. Haut rein, ciao.